Man muss mit Herz und Seele dabei sein. Für mich persönlich gibt es einfach ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl. Ich habe meine Berufung einfach auch in der Pflege gesehen. Wenn man mit den Patienten klarkommt, ist das der geilste Job überhaupt. Ich habe ja schon mehrere Lehren gemacht und ich muss sagen, dass es nirgendwo sich so viel Mühe gegeben wurde. Ich habe selten so ein Gefühl von Wertschätzung erlebt wie hier bei der Volkssolidarität. Als ich hier angefangen habe vor 11 Jahren, bin ich in ein super Team gekommen. Wir gehen alle gerne zur Arbeit. Wir arbeiten miteinander super zusammen. Der komplette Umgang so mit den Kollegen ist in der Volkssolidarität eigentlich ziemlich gut. Man hat halt immer Ansprechpartner, falls man irgendwie Probleme mal hat. Und wird sich immer um einen sehr gut gekümmert. Wir fahren früh morgens hier ins Büro, holen uns die Schlüssel von den Patienten, das Dienstauto, schauen kurz ins Übergabebuch, was war los in der Nacht. Ja, und dann fahren wir zu den Patienten nach Hause, also in die Häuslichkeit, versorgen die Patienten dort nach ärztlichen Verordnungen, Medikamentengabe, Körperpflege, Wundverbände, Augentropfen, Kompressionsstrümpfe. Ich finde das halt auch schön, man kann seinen Schreibkram machen, man kann aber trotzdem auch sagen, nee, heute mache ich mal eine Hauswirtschaft, heute mache ich mal eine Wohnung sauber oder ich wasche jetzt mal die Wäsche, um einfach eine andere Routine reinzukriegen. Für die Bewohner bin ich eigentlich alles. Ich bin der Ansprechpartner, ich bin die Putzfrau, ich bin die liebe Schwester, für manche sogar die Mutti mittlerweile. Dadurch, dass man jeden Tag mit den Menschen zusammen lebt. Man arbeitet ja nicht nur, man lebt ja wirklich mit denen zusammen. Deswegen ist das wie so ein familiäres Verhältnis. Und das wächst immer mehr weiter zusammen. Nun, die Patienten nehmen uns quasi als Freunde oder Familie quasi wahr. Für denen sind wir auch ganz normale Menschen, wie sie eben auch für uns sind. Dieses Begegnen am Tag mit so vielen unterschiedlichen Menschen finde ich toll. Weil wenn man das lebt, ja, wenn man nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, dann ist man für die Menschen auch ein unwahrscheinlicher Haltepunkt. Wenn du jetzt eine Patientin hast, der es wirklich dreckig geht und nach 12 Wochen Pflege geht es dir wieder top, dann fühlt man sich richtig geil, ist einfach so. Mir macht es einfach Freude, wenn ich die Menschen glücklich machen kann, eben unterstützen kann, bei denen, was sie eben nicht mehr selber können. Es ist einfach eine große Freude, wenn man halt Dankbarkeit zurückbekommt. Manchmal ist es nur ein Lächeln oder die sagen schön, dass sie da sind. Ja, du hast so viele Patienten, die wirklich auf dich warten. Es ist einfach schön zu sehen, dass man älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr viel haben, einfach so viel geben kann. Einfach nur manchmal, wenn man da sitzt und mit denen erzählt, wenn man sie anguckt und sie lächeln. Oder wenn sie sich wegen Kleinigkeiten bedanken. Oder wenn ich sehe, zum Beispiel einer hat fortgeschrittene Demenz und kann sich nicht mehr richtig bewegen. Und derjenige greift mal zum Becher nach Wochen wieder alleine und trinkt mal selbstständig. Das ist das, für was du jeden Tag arbeiten gehst. Die Menschen, die haben alle ihr Leben hinter sich. Das sind alles selbstständige, erwachsene Menschen. Und ich finde das auch als Pflicht, unseren älteren Menschen zu helfen. Die Würde ist unantastbar und auf die Würde des Menschen ist es A und O. Und das sollte man auch respektieren und auch so begleiten bis zum Schluss.